Oh, da ist unser Kanin. Das ist nicht gut. Sieht ja noch. Oh, es reißt gleich so schon ab. Ich dachte mir, ich packe einfach in die Mitte mal ein paar RCS-Thruster. Aber nee. SAS an, RCS an. Schub. 3, 2, 1. Na, die doofen. Nix. Ja, nee. So klappt das nicht. Okay, die drei müssen weg. Dafür muss ein Tank in der Mitte und dann kriegen wir es auch hin. Und deploying. Fallschirm, Fallschirm, Fallschirm. Du hast es geschafft. Yay. Ich lebe, ich lebe. Ich bin umgeben von Batterien und Lampen, aber ich lebe. Besonders glücklich sieht aber nicht aus, was er lebt. Naja, doch, ein bisschen. Ja. Zurück, zurück. Assembly Building. So. Ab hier weg. Und ab da weg. Ich schiebe euch mal einfach nur zur Seite, falls wir dich doch noch brauchen. Das heißt, jetzt hätten wir gerne einen langen Dank. Und wir hätten gerne. Moment mal. Mir ist gerade was in den Sinn gekommen. Stahlseile. War doch was. Wir machen einfach. Geht nicht. Es wäre auch zu toll, wenn wir genau da, wo wir es bräuchten, Stahlseile machen könnten, ne? Ich hätte gerne da und da. Ja, das sieht doch gut aus. So, und da und da. Das könnte sogar echt helfen. Sauber. Da und da. Und jetzt noch von da nach. Ah, die sind falsch. Okay, von da nach. Da. Und von da nach da. Das Ganze hätten wir gleich im Vierfach-Symmetrie-Dings machen können. Also von. Jo, das müssen die zwei erstmal weg. Du weg. Du dahin. Dahin und du dahin und dahin. Ist mit der Symmetrie ja nicht so ganz geklappt. Nö. Also du von da nach da. Macht er nicht. Okay. Ganz ohne Symmetrie. Dafür. Dafür kommt jetzt ein Zeitraffer. Nicht schön, aber es könnte funktionieren. Staging. Hier vier. Damit hin. Also ihr vier wird weggesprengt, das ganze untere Ding wird weggesprengt. Das wird immer noch tierisch instabil sein wahrscheinlich, weil die ganzen Kabel, die hier so außen hängen, die fallen ja alle weg. Das sind ja nur die vier Kabel hier in der Mitte, die dann, oder die drei Kabel in der Mitte, die das Ganze einigermaßen stabil halten. Aber na gut, testen, starten. So, Kannibale. Deine Rakete sieht schon viel besser aus. Nix, was rumkippt, nix, was schlackert. Sehr schön. Stahlseile sind toll. Bis sie reißen. SAS an.
RCS lassen wir erstmal aus. Dann können wir sie vielleicht noch wegnehmen. Das wäre auch schon wieder Gewichtsersparnis. 66%. 3, 2, 1. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Also Feststoffbooster sind bald weg und wir werden wahrscheinlich mit dem kleinen, also mit dem einzelnen Triebwerk das nicht ausgleichen können, aber ansonsten sieht es gut aus. Das heißt, der Tank, der kann weg, die vier können auch mal weg. Sofern das nicht später beim Kippen Probleme gibt, das müssen wir auch noch gucken. Aber ja, erstmal, was passiert, wenn die Feststoffbooster wegfallen? Ansonsten haben wir eine ziemlich gute Beschleunigung. Also ich könnte eigentlich runtergehen vom Schub. Mache ich aber nicht. Ich will möglichst schnell weg vom Boden. Damit wir weniger Anziehungskraft haben. So, die sind mir gleich weg. 3, 2, 1. Weg. Schub. Schlackern geht los. Mehr Schub. Mehr Hitze. Schlackern ist echt nicht toll. Jetzt zieh erst kurz an. Stabilisiere dich mal. Hitze ist ein Problem. Dafür fangen wir uns wenigstens bei der Geschwindigkeit. Okay, Schub runter. Nicht schön. Nicht schön, da müssen noch welche hin. Also Stahlseile. Hitze ist, ist okay. Schlackern ist nicht okay. Höhe ist okay. Geschwindigkeit ist, könnte gut höher sein. Bei der Höhe. Aber ich will nicht meckern. Treibstoff ist bei 50%. Ich hoffe, wenn wir gleich raus sind, dass es dann wesentlich weniger wird mit dem Schlackern. Weil ja wesentlich weniger Reibung da ist. Oh, oh. Das reißt bestimmt jeden Moment einfach ab. Ich sehe da schon kommen. So, 12.000 müssten eigentlich kippen. Aber ich werde einen Teufel tun und das Ding hier kippen. Ich hoffe einfach mal, dass die drei Atomreaktoren es schaffen, eine Umlaufbahn umkurbeln hinzubekommen und uns nach Duna schaffen. Was ein bisschen viel verlangt sein dürfte, aber meh. Oh, wow, 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 wow. Komm, halte ich jetzt noch ein paar Sekunden, dann sprengen wir das untere Ding eh ab. Es wird immer mehr. Also eine stabile Umlaufbahn wird das garantiert nicht. SAS aus, komm, ich versuche von Hand. Das ist noch viel schlimmer. Weg mit dir. Wow. Okay, vorm Absprengen Schub aus. Ja, genau. Du machst das jetzt. SAS aus. Okay, Schub kurz runter. Ein bisschen orientieren. Wir müssen nach da kippen, theoretisch. So. Gucken wir mal. SAS an, SAS aus, wir haben nämlich keins. Apoaps ist bei 50.000. Könnten also fast einen Umlaufbein bekommen, aber das bringt uns nichts. Gut, raus hier, raus hier, raus hier. Ja, Stack Tree Coupler wurde beschädigt durch den Engine Exhaust from Nuclear Engine. Okay. Ja, also wir brauchen mehr Stahlseile. Das ganze Ding an sich muss wesentlich stabiler werden. Alternativ könnten wir oben auch noch RCS-Booster ranbappen. Und vielleicht hier einen großen RCS-Tank statt dem kleinen. Aber ja, da werde ich mich ein bisschen austoben und dann melde ich mich wieder. Na gut, also wirklich gut mit den Stahlseilen klappt das nicht. Ich hatte mir überlegt, von hier oben welche runterzuziehen, aber so lang geht das leider nicht.
Also ich hätte gern von hier unten bis da oben Seile. Dass dann halt alles, was zwischen den Seilen ist, einigermaßen stabilisiert wird. Primär das hier. Ja, aber ich hoffe mal, dadurch, dass wir den kleinen Tank jetzt rausgenommen haben, dafür den großen Tank hier unten, dass dann einigermaßen hinhaut. Das heißt, die ganzen Reste hier erstmal weg. Das Ganze speichern als 2.4. Und dann einfach testen, würde ich sagen. Achso, ja, und ich habe hier unten noch RCS-Booster. Und da oben und da. Ich hoffe mal, wir können hier oben gegensteuern, wenn das zu sehr hin und her schlackert. Aber ja, testen. So, diesmal vorm Start nochmal kurz das Staging überprüfen. Die vier Türme sind da, der Hauptantrieb startet, die Feststoffbooster starten. Der Rest vom Staging müsste so passen. Sehr schön. Licht an. Da oben. Ich sollte eigentlich nur für die Show auch noch ein paar Lampen hier ranbauen, aber das ist extra Gewicht, das wir nicht brauchen. Also SAS an. Schub auf 66 war das. Ressourcen an. 3, 2, 1. Bitte kipp nicht um. Also ja, hier in der Stage war es ja ziemlich sicher und stabil. Ist es doch, oder? Jo, bombensicher. Sehr schön. Der Haken kommt halt hier mit dem Schuben schon runter. Oh, oder auch nicht. Müssen schon auf 66 bleiben, sonst geht es nicht schnell genug hoch. Aber ja, der Haken war, sobald die Feststoffbooster weg sind. Was ja gleich der Fall ist. Weil dann fallen ja 8 Stahlseile weg. Und die machen schon ziemlich was aus, was die Stabilität angeht. Da unten wackelt das, aber das ist der Gimbal-Effekt von dem Triebwerk. Ist okay. So, Feststoffbooster weg in 3, 2, 1. Jetzt. Mehr Schub, mehr Schub, mehr Schub. Und das Wackeln fängt an. Oh, RCS an. So, ich hoffe mal, das stabilisiert sich jetzt mit der Zeit. Schub. Wir sind bei 90 Meter die Sekunde. Ich gebe ein bisschen mehr Schub und achte auf die Hitze. Wir kommen ein bisschen runter. Ne, wir wackeln viel zu sehr. Also nicht so viel wie vorher, aber immer noch zu viel, um einigermaßen effektiv nach oben zu kommen. Denn jede seitliche Bewegung ist Energie, die wir brauchen, um eigentlich hochzukommen. Yeah. Aber ja, das passt. Jedenfalls vorerst. Treibstoff für den RCS haben wir mehr als genug dabei, weil wir halt den großen Tank haben. Geschwindigkeit ist gleich bei 150 bei 10.000. Das sollte eigentlich eher bei 200 rum sein, aber können wir halt nichts machen. Nächster Haken. Das ganze Ding wird gleich abgesprengt und wir müssen dann mit den 3 Atomreaktoren den Orbit hinbekommen. Das könnte lustig werden. Und eigentlich müsste das Ding sich doch... Wow. Eigentlich müsste das Ding sich doch gleich stabilisieren, wenn wir aus der Atmosphäre rauskommen. Also aus der ersten großen Schicht. Aber es sieht mir irgendwie nicht so danach aus. Wir kippen in die vollkommen falsche Richtung. Naja, machen wir mal eine recht exzentrische Umlaufbahn, ha? Oh. Es wird irgendwie immer mehr, je weniger Atmosphäre wir haben. Oh, stimmt, weil die Tragflächen jetzt mit zum Spielen haben. Okay, von Hand. Von Hand war eine ganz doofe Idee. Eine richtig doofe Idee. Ich spreng die mal ab. Und ich habe wieder vergessen, den Schub runterzunehmen. Das ist jetzt nicht so schön. Trudel. Assembly Building. Also, wir müssen das hinbekommen, dass es nicht so trudelt. Das ist genau das gleiche Problem wie vorher auch. Also dem Abreißen von denen, da ist immer mein Pilotenfehler, weil ich nicht dran denke, den Schub runterzunehmen. Wir könnten hier einfach so ein Strukturelement reinpacken. Es gab doch so eins, das einfach nichts macht. Zack. So. Und jetzt hier. Flop. Und da nach da. Und. Okay. Von
da nach da. Und von da nach da. Jetzt haben wir einfach ein längeres Stück. Und ich hoffe, dass es dadurch stabiler wird. Macht das Sinn? Wenn man was länger macht, dass es dann stabiler wird? Ja, es ist mehr Oberfläche. Testen. 2.5. Speichern, starten. So. Das Ganze jetzt im Schnelldurchlauf mit unserem Kannibalen-Kermen. 66 SAS an, 3-2 starten. Es wackelt jetzt schon viel mehr als vorher. Wir kippen jetzt schon um. Also nein, Strukturelemente sind keine gute Idee. Ich versuche mal von Hand jetzt mal zu steuern, aber... Nee. Nee, nicht wirklich. RCS hilft da auch kein Stück. Okay. Endflight, Endflight, Assembly Building. Ich mache das jetzt anders. Ich werde jetzt off-camera eine Weile rumprobieren und ich melde mich dann wieder, wenn ich eine Lösung für das Problem gefunden habe. Im Notfall werde ich von diesem 3er-Design weggehen müssen und das irgendwie anders hinbekommen. Also ja, bis gleich dann.